Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bzw. zweiten und letzten Folge The Division. Ja, jetzt werden wir einfach mal hier reingehen. Medizinischer Flügel offline. Tech-Flügel offline, Sicherheitsflügel offline. Anforderungen. Mit Jessica Candle reden. Das werden wir jetzt erstmal machen. Okay. Ja, komm, mach. Okay. Wir lauschen. Na, wen haben wir denn da? Danke für Ihre Hilfe im Garten. Ich war ja schon früher in unfreundlichen Arbeitsumgebungen, aber wie es aussieht, kann man mit diesem Arbeitsplatz auch keinen Preis gewinnen. Antike Ausrüstung, kein Personal. Draußen stehen die Patienten Schlange. Das wird einfach nicht reichen. Wir tun, was wir können, Dr. Candle. Jeden Vorschlag, den Sie haben, nehme ich gern entgegen. Ich weiß. Teufel, Fliegen und so weiter. Was zählt ist, dass wir das Virus besiegen, aber dazu müsste ich erstmal mehr darüber wissen. Das wäre ein guter Anfang. Sarah ist ziemlich sicher, dass ein Dr. Gordon Amherst etwas mit dem Ausbruch zu tun hatte. Ich habe ihn mal an der Columbia gehört, da gab es fast eine Schlägerei. Ja, gut. Wenn er beteiligt ist, muss ich mit ihm reden. Alles, was Sie von ihm finden können. Notizen, Laptops, persönliche Freunde, ich brauche alles. Wir müssen über lebende Proben reden und Antikörper. Sie haben viel zu tun. Und Sie werden? Probleme lösen, Leben retten. Nun, wenn Sie entschuldigen, fange ich gleich an. Der Flügel kann jetzt am Flügelterminal aufgebaut werden. Das heißt, wir folgen jetzt erstmal dem Pfeil hier. Und sagen Laptop benutzen. Wo tippt denn der jetzt drauf? Jeder Flügel hat 10 Ausbauten. Nächster Tipp. Der medizinische Flügel erfordert Medizinflügelgüter. Halleluja. Für jeden Ausbau, den Sie vornehmen wollen, man erhält medizinische. Jeder. Okay. Bringt ihn ein. Okay. Ausbauen. Langhalten. Na, das nenne ich mal eine Verbesserung. Sie Okay. sollten das in Rechnung stellen. Stehen neue Fähigkeiten. Neue Fähigkeiten können angelegt werden. Quarantäne 400 haben wir nicht genug. Unzureichender Versorgungsgüter. Ah, okay. Glückwunsch. Obwohl in der Beta keine Hauptmissionen mehr verfügbar sind, wird New York aktiviert. Okay. Nochmal kurz Laptop benutzen sagen. Okay, geht nicht mehr. Ah, jetzt macht das. Okay. Da gibt's ja nichts mehr. Jetzt wollen wir mal hier Jeder hin. fängt mal klein an und jetzt ist es eine Klinik. Endlich genug Personal, um Zivilisten zu behandeln. Wir haben alle Hände voll zu tun. Inventar, Ausrüstung. Okay, der geht runter. Dann haben wir hier. Motorradhandschuhe. Die legen wir an und den als Schrott markieren. So, was haben wir hier? Rekrutenholster. Reparaturholster und Allzweckholster. Okay, was nehmen wir?
Egal, das hier legen wir jetzt an. Das markieren wir als Schrott. Was haben wir hier unten schönes? Ah ja, okay, was mit Visier. Ja, ist Tee, aber Gesundheit geht runter, also lassen wir den so. Okay, schützender Panzer. Halt, stopp, den wollen wir noch als Schrott markieren. So. Jetzt haben wir eine MP5 und der Rest geht alles runter. Was haben wir hier Schönes? Die gehen alle runter, außer die hier, die geht hoch. Lassen wir aber so sitzen. Okay. Fähigkeiten. Okay. Ab jetzt können wir eine zweite Fähigkeit. Was ist das? Möchte ich gerne in Kuh reinsetzen. Hält alle Verbündete in einem kleinen Umkreis, die fürchten kann, an Orten und Stellen benutzt oder zu einem entfernten Ziel befördert werden. Was kann das hier? Eine Granate, die. Okay. Ja, komm. Halt, stopp. Na, komm, die legen wir hier hin. Ja, dann Karte. Einsatz. Halt, stopp. Abwählen. Finden Sie den Eingang zur Dark Zone. Abgeschlossen. Dann würde ich mal sagen. Apotheke ist offline. Schnellwechselmagazin. Könnten wir uns leisten, möchte ich aber nicht verkaufen. Halt, stopp, da. Okay. Die hier sag ich verkaufen. Schrott verkaufen. Verkaufen. Und verkaufen. Denken Sie dran, Umtausch ausgeschlossen. Waffenhändler, Ausstattungshändler. Ich habe die beste Auswahl in New York. Das kostet 300. Könnten wir uns leisten. Das holen wir uns. Kaufen und anlegen. Kommen Sie schnell wieder. Viel Glück. Waffenhändler. Nicht genug Währung. Okay, ist ja egal. Aber das hängt alles noch so ein bisschen. Gewehr verkaufen. Erstmal im Inventar schauen. Beschichtete Weste. Die legen wir an, die wollen wir die lege ich gerade mal. Okay, habe ich Stoff bekommen. Die hier als Schrott markieren. Okay, die beiden behalte ich mal so. Jetzt rede ich nochmal mit ihm hier. Sag verkaufen und sag da hier verkaufen. Ja. Okay. Danke für Ihr Vertrauen. Viel Glück da draußen. Und jetzt gehen wir raus. Die anderen beiden sind in der Beta nicht. Okay.
So, dann wollen wir jetzt mal den Eingang dazu finden in dieser Folge. Und dann war es auch wieder mit der Divisions Beta. Ja. Aber mal schauen, was uns auf dem Weg auch noch alles so begegnet. Okay, da ist ein neuer Kampf. Ist okay, ich hänge gerade wieder. Okay. 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 Oh, Skaha. Alles nehmen. Oh, V, schnell V. Dann gehe ich auf die 1. Au. Okay, normal müsste denke ich schon. Ja, jetzt. Schnell Inventar. Hier. Okay. Jetzt nochmal hier kurz drauf, nochmal drauf und dann. Welches möchte ich denn da nehmen? Das hier anlegen. Einmal zurück. Ja, okay. So, zu alles. Ja, das ist schön. Okay, machen wir weiter. Halt, stopp, jetzt habe ich irgendeine Mission abgewählt. Markierte Position in der Nähe. Aha. Halt, stopp. Och, wer will mich denn jetzt schon wieder killen hier? Hey. Okay.
Oh, etwas in Deckung. Mal Medipack nehmen. Okay, Kampf abgeschlossen. Bereich gesichert. Gegner neutralisiert. Klasse gekämpft, hat er außen für Ihre Hilfe. Ja, komm. Wie wär's mit dem Medipack hier? Würdest du erstmal bitte aufnehmen? Und dann sage ich hier M4 ran. Aufmachen. Und dann möchte ich hier einmal. Stopp. Ich mach dies anders. Okay, da sind wir wieder und. Da muss ich das jetzt alles nochmal machen, wie es war. Okay. Hier will ich das große Visier hier drauf machen. Das soll drauf. Ja. Okay, das ist die 2. Dann wechsle ich jetzt mal auf die 1. Okay. Ich muss aber hier lang. So. Dann laufen wir es nochmal etwas. Den Eingang zur Dark Zone finden. Schade, geht nicht. Ah, doch, geht. Ich habe ja schon gedacht. Okay, nehmen wir die. Die Zone ist abgeschottet und das aus gutem Grund. Dort hat die Infektion am heftigsten zugeschlagen. So sehr, dass weder wir, noch das LMB, noch irgendwer sie aufhalten konnte. Jetzt ist es ein Niemandsland voller Menschen, die das Virus nutzen wollen, um den Fraktionen zu entkommen. Und was hinter diesen Mauern... Okay. Hey, Blödmann, hier drüben. Gucken Sie ruhig. Ich erfülle alle Ihre Wünsche. Okay, aber dafür habe ich... Ah, guck mal, hier ist ja noch eine ganz andere Währung. Okay, auf jeden Fall... Betreten. Sollen wir es machen? Ja, wir machen das. Agent, Ihr Signal wird schwächer. Übertragung gestört. Empfang nur im Nahbereich möglich. Backup aktiviert. System neu gebootet. Warnung. Sie betreten jetzt die Dark Zone. Yo.
Okay, also da geht's wirklich richtig zur Sache gerade. Okay, nicht Feind, keine Ahnung. Oh, that's a lot of noise. Okay. Okay, etwas creepy Geräusche, aber ja, egal. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt so richtig ist, aber ich muss sagen, entweder liegt das an mir oder es liegt noch momentan am Spiel, dass das alles so buggy ist. Und ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll. Ja, okay. Da würde ich sagen, das war das mit der zweiten Folge. Ich habe keinen Plan gehabt, was ich da machen soll. Ich habe halt gezeigt, dass es noch so eine andere schwarze Zone gibt. Ja, gut. Die zweite Folge war jetzt eigentlich sinnlos, aber egal. Dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Wenn euch das Spiel gefallen hat, dann kauft es euch. Also mir hat das jetzt auch Spaß gemacht. Doch so mein Renner, also ich persönlich würde es mir jetzt nicht kaufen. Also was ich jetzt dann auszusetzen habe, kann ich euch nicht so sagen, aber ich finde, ich bin jetzt nicht so der Typ, der jetzt diese, ich glaube, das ist ein MMO-Game, der diese MMO-Games da so ultra irgendwie schätzt und sich jedes da kaufen muss. Also beziehungsweise, also ich bin jetzt nicht so der unbedingt das Spiel spielen muss. Das ja, wenn man jetzt so ungefähr betrachtet ist, ja, zu GTA kommen, das heißt recht nicht. GTA ist ja was ganz anderes. Also, das Spiel ist schon sehr gut. Ich persönlich würde es mir nicht kaufen. Ich finde es auch sehr schön, dass ich eingeladen wurde, halt zur Beta. Und ja. Leute, ihr habt ein richtig geiles Spiel gemacht. Doch ich persönlich kaufe es mir halt nicht. Wie ich bestimmt schon fünfmal gesagt habe. Macht weiter so und danke, dass ich die Beta spielen durfte. Macht's gut. Ciao.